So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und in dem heutigen Video, tja, geht es um meine gesamte Hardware. Ihr kennt bereits das Velka 7 System hier, in das eine RTX 4070 ohne weiteres reinpasst. Ja, mein eigener kleiner Gaming-Rechner im Taschenformat und das ist er wirklich. Er passt nahezu überall rein und entsprechend habe ich auch für diesen Rechner bereits euch eine kleine Tasche vorgestellt. Ja, lässt sich hier drin ohne weiteres verstauen. Und ist für unterwegs damit gut geschützt. Wen das hier schon mal interessiert, ja, dazu gibt es ein eigenes Video, verlinke ich gerne in der Infobox. Und auch meine Quest 2 begleitet mich in den meisten Fällen fast überall hin. Entsprechend mit Controllern habe ich auch dafür ein eigenes kleines Case. Ja, entsprechend die nächste große Tasche, die sich transportieren lässt. Und ja, wenn dann noch mein YouTube-Equipment mit Kameratasche, ja, und einem Gaming-Handheld wie zum Beispiel meiner Nintendo Switch, ja, auch dafür habe ich eine kleine Tragetasche. Oder neuerdings auch mein 17,3 Zoll Portable-Monitor. Auch der schön dünn und eben portable, sprich, ja, dafür habe ich hier das eigens entwickelte Folio, also so ein kleines Cover. Ja, mit dem man das Ganze eben gut gesichert transportieren kann, ja, 17,3 Zoll. Und ihr seht schon, was hier alles an Hardware dazukommt. Gerade wenn dann noch zwei Controller dazukommen, ja, weil man will ja auch entsprechend für die Switch mit mehreren Leuten zusammenspielen. Eine Bluetooth-Multimedia-Tastatur muss natürlich auch mit dabei sein. Meine Kopfhörer müssen natürlich auch mit in die Tasche. Und schon brauche ich einen kleinen Reisekoffer. Und genau darum geht es heute. Ja, wenn mein Daily Driver, mein alltäglicher Rucksack nicht mehr ausreicht, da passt lediglich mein kleiner Laptop mit 13 Zoll und den Kopfhörern rein. Und das war es dann auch schon. Aber wenn ich unterwegs bin, entsprechend vielleicht auch ins Ausland gehe, am Pendeln bin und ja, vielleicht einen kleinen Kurzurlaub plane, ja, dann muss die Hardware natürlich mit und dafür habe ich das hier zugeschickt bekommen von Inatec, den BP03006. So ist zumindest die Artikelbezeichnung von diesem Reiserucksack, der zwischen 38,5 und 46,2 Litern erweiterbar ist und hoffentlich all diese Hardware hier fassen wird. Ob das der Fall ist, ja, das erfahren wir gleich. Ja, das ist die Artikelbezeichnung und Inatec kenne ich tatsächlich schon von anderen Produkten, die ich auf dem Kanal in der Vergangenheit vorgestellt habe. Also es ist jetzt hier nicht eine No-Name-Brand. Und den Rucksack, den schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Wenn ihr Bock drauf habt, zu sehen, ob meine gesamte Hardware hier in dieses Teil reinpasst, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Bis gleich! So, fangen wir mal an und ja, ihr habt schon gesehen, was hier alles in diese Tasche rein oder diesen Rucksack reinpassen soll. Und nicht ohne Grund bin ich ein unglaublicher Fan von dem SFF, dem Small Form Factor und Mini ITX Gaming System, weil man sie einfach überall mit hinnehmen kann. Das Problem ist, man braucht eben die richtige Tasche, gerade wenn es hier ans Eingemachte geht und man noch seine VR-Brille, entsprechend einen zusätzlichen Monitor und sein Gaming-Handheld mit vielleicht auch Kamera-Equipment und mitnehmen will. Und dafür ist eben dieser Reiserucksack von Inatec gedacht, der entsprechend bei den meisten Reisegesellschaften als Handgepäck ins Flugzeug mitgenommen werden kann. Und das ist natürlich für mich der größte Vorteil. So, das Ganze kommt relativ schlicht verpackt hier in diesem Pappkarton, ja, und ist auch hier erst einmal soweit gefaltet. Ja. Ja, erst wenn man das Teil rausgeholt hat, wird einem bewusst, wie groß dieser Rucksack letzten Endes ist. Ja, hat hier auf jeden Fall ein paar schöne Partitionen, ja, mit Inatec-Logo. Auch hier, soweit die Reißverschlüsse sehen, soweit auch sehr, sehr hochwertig aus, haben hier solche kleinen Straps dran, mit denen man das Ganze vernünftig zuziehen kann. Ja, sind auch hier diese nach außen hin verschlossenen Reißverschlüsse, die nicht so leicht kaputt gehen und entsprechend auch nach außen hin geschützt sind. Ja, bringt zusätzlich ein bisschen Regenschutz mit. Die Polsterung, ja, von den Riemen fühlt sich gut an. Ja. Schaumstoff, robust. Hier an den Nahten sieht das Ganze auch doppelt verstärkt aus. Und nach hinten am Rücken auf jeden Fall atmungsaktiv. Plus die Möglichkeit, das Ganze quer
hier an einen Reisekoffer zu hängen, ja, mit dieser mittigen Vorrichtung hier. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze von oben hin festzuhalten, ja, an dem oberen Griff, haben aber auch zu dem zusätzlichen Flaschenfach hier an der Seite entsprechend auch noch einen weiteren Griff, dass wir das Ganze seitlich halten können, wie eine kleine Tasche. Und das ist gerade, wenn das Teil komplett voll ist und man den Rucksack vielleicht mal längere Zeit abnehmen muss, deutlich bequemer zu tragen. Ja, gefällt mir schon mal sehr gut. Und ja, wir haben zwei Fächer. Wir haben einmal das kleinere Seitenfach. Ja, das hat entsprechend die Partitionen, zwei Stück für Laptops und Monitore hier im Inneren. Und ich denke mal, da können wir alleine für die Stabilität jetzt erstmal hier ins vordere Fach die Tastatur reinhauen und den 17,3 Zoll Monitor. Ja, dafür habe ich mir nämlich diesen Rucksack hier explizit geholt. Guckt euch das an. Ja, da würde auch easygoing einen Laptop reinpassen, also der richtig dick ist. Ja, schaut euch das an. Wir haben hier noch richtig Platz, selbst wenn wir hier so einen richtigen Brummer reingehauen hätten. Ja, und sobald der Monitor oder Laptop hier drin ist, hat das Ganze auch auf jeden Fall schon mal an Stabilität gewonnen. Das sieht soweit schon mal gut aus. Ich nehme euch mal jetzt hier ein bisschen weiter runter. Dann könnt ihr das Ganze besser verfolgen, wenn ich das Ganze jetzt hier nämlich aufmache. So, wir haben nämlich das große Hauptfach und das lässt sich 180 Grad zur Seite falten. Und ich denke, für jeden, der schon etwas länger mal unterwegs war, ja, beim Reisen ist das mega praktisch, wenn man das Ganze wie einen Koffer öffnen kann. Und ja, wir haben hier zusätzlich natürlich noch mehrere Seitenfächer für unterschiedlichsten Zubehör. Sprich zum Beispiel hier die Controller könnte ich jetzt hier einfach mal reinhauen. Ja, Kabel, Ladegeräte, was auch immer. Ja, hier zum Beispiel sehe ich schon ein schönes Fach für die Nintendo Switch. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal gut was verstaut. So, und dann kommen wir hier zum Innenleben. Wir haben hier auch, ja, ähnlich wie bei einem Koffer, entsprechend die Möglichkeit, das Ganze noch mal ein bisschen festzuzurren. So, ich würde sagen, den PC, den packen wir nach ganz unten rein, weil der am schwersten ist. Also, die Dinger können noch so klein sein. Also, wenn man einmal seinen Mini-PC gebaut hat, ja, dann weiß man, ja, was man mit sich rumschleppen wird. Also das Ding passt hier schon mal wunderbar ins untere Fach rein, ja, so ziemlich haargenau ins Fach rein. Sehr nice. Und ja, dann kommt hier meine VR-Brille rein und dann ist das Täschchen schon mal voll. Ja, ich mache es jetzt erstmal zu. Zack. Unten der PC, oben die VR-Brille, wir haben einen Monitor drin, eine Tastatur, wir haben insgesamt zwei Controller und die Switch und dann lässt sich das Ganze hier zumachen. Zack. Und das Schöne ist, ja, wir haben hier tatsächlich überall an den Seiten solche zusätzlichen Gurte, ja, mit denen sich das Ganze einfach hier nochmal ein bisschen supporten lässt, also bei wirklich so viel Gewicht. Und Hardware, die wir transportieren wollen, sind die Dinger hier wirklich Gold wert. Einfach, dass das Ganze noch mal ein bisschen Support bekommt. Ja, und das Ding ist jetzt gut gepackt und fühlt sich richtig robust an. Muss man ehrlich sagen, das Ding fühlt sich richtig robust an, hat ordentlich Form bekommen durch diese Riemen hier. Ja, können wir das Ganze jetzt hier nach hinten hin, zack, bisschen verkleiden. Also der sieht richtig stylisch aus, muss man sagen. Also schön stealthy. Ja, und da passt echt einiges rein. Also ich hätte jetzt hier noch ohne weiteres zum Beispiel an die Seite mein Stativ oder ja, auch in den Innenraum hätte wahrscheinlich noch das Stativ reingepasst, muss ich ganz klar sagen. Ja, jetzt haben wir das Teil wirklich bis zum Anschlag vollgepackt. Ja, und egal, ob ihr jetzt Gamer seid oder einfach nur viel Hardware mit euch rumtransportieren wollt, ja, oder vielleicht Hobbyfotograf,
der entsprechend Stativ, Objektive, Kamera mit sich in den Urlaub oder auf Reisen mitnehmen möchte, ja, dann ist das Ganze auf jeden Fall vom Tragevermögen wirklich krass. Wir haben hier enorm viel Möglichkeiten, Sachen zu verstauen. Wir haben hier auch Möglichkeiten, in so kleinere Seitentaschen entsprechend ja, noch Portemonnaie oder Reiseunterlagen zu verstauen, dass sie dann auch wirklich griffbereit sind. Das Ganze lässt sich ja auch mit diesem Brustriemen wirklich angenehm transportieren. Wie ich schon gesagt habe, gerade wenn es jetzt so schwer bepackt ist, das Ganze wie so eine Reisetasche zu benutzen, obwohl es ein Rucksack ist, mega nice. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich ja, auf einem Hardware-Channel, wieso das Ganze? Ganz einfach. Erstens, Inatec ist Sponsor des heutigen Videos. Aber natürlich auch, ja, wie ich schon gesagt habe, habe ich eben so viele Komponenten im Small Form Factor, die alle darauf ausgelegt sind, portabel zu sein und entsprechend ja, zum Pendeln überall griffbereit und überall mit dabei zu sein. Und ja, dafür eignet sich dieser Rucksack ganz wunderbar. Also, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, wenn ich das Ganze jetzt aufsetze, ja, fühlt sich richtig nice an, Leute. So, Freunde, also ich habe den Rucksack jetzt hier einmal komplett aufgesetzt und ich muss sagen, der sitzt wirklich sehr, sehr angenehm. Also das Gewicht verteilt sich sehr gut hier über diese Brustriemen und ja, passt alles rein. Ich denke, die Reise kann losgehen und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen von euch hier mit diesem kleinen Tech-Goodie soweit inspirieren. Und ich werde diesen Rucksack natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in die Infobox hauen mit einem Link zu Amazon. Denn das Teil kostet so um die 65 Euro, was für mich, ja, gerade wenn man sich so andere hochwertige Rucksäcke wie diesen hier anschaut, wirklich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr habt gesehen, was alles dort reinpasst. Ja? Und entsprechend dürfte das für den einen oder anderen von euch vielleicht genau die richtige Lösung sein, wie es in dem Fall auch für mich war. Bis dahin, ja, belassen wir es bei einem etwas kürzeren Video hier zu einem Rucksack. Ja, kommt nicht alle Tage vor, dass ich sowas auf dem Kanal vorstelle. Aber ich denke, gerade mit den kleinen Komponenten und meinem VR-Setup wollte ich euch einfach mal wissen lassen, wie ich das alles immer transportiere und im Alltag nutze. Ja. So, bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GAX TV. Cause it won't be easy. Only get what you work for.